Eure Diagnose? Hier seht ihr diesen schönen punktförmigen Kot. Und damit wisst ihr, die Biene, die das gemacht hat, hat noch gelebt. Das ist doch schon mal schön. Das nächste ist, wie sehen die Waben innen drin aus? Hier vorne ist nur ein Hinweis. Es ist unser kleinstes Volk, was geräubert worden ist, was gerettet worden ist, was dann sich über den Winter gerettet hat und was anscheinend lebt. Lebt es gut? Schauen wir mal. Kriege ich die raus? Nein. Ich muss erst eben knacken. Erste Wabe. Ist ein bisschen Futter drauf. Würde ich mal gefühlt sagen, ist es. So, aber sehen wir hier irgendwelche Spritzer? Das ist die erste Wabe vor dem Flugloch. Wenn die nicht raus können, wenn irgendwas ist, zeigt sich das auf dieser Wabe. Denn die versuchen ja immer rauszukommen. So, nächste. Ach, nee, geht nicht. So, nächste Wabe. Haben wir da? Wir haben da. Haben wir? Nein, haben wir nicht. Keine Stifte. Rein taktisch. Und da haben wir dann auch Futter. Aber keine Stifte. Auf der Seite haben wir da etwas. Da haben wir Pollen. Und auch ein bisschen Futter. Das ist immer gut. Ah, Pollen. Klar. Das seht ihr jetzt vielleicht schon. Also Königin legt. Es sind nur noch wenig, da ist auch die Königin, sieht man in der Mitte so ein bisschen. Ja, müssen wir abwarten. Haben die Bienen sich gelöst innerhalb der Beute? Nein, da ist die Königin. Da ist die Königin. Auf der Gegenseite das gleiche Bild. Wenn das schlüpft, ist das Volk über den Berg. So. Das. Ist nicht das schönste Brutnest. Aber alles schön verdeckelt, das bedeutet, es schlüpft. Ne? Und der Rand ist voll gelegt. Wie gesagt, dieses Volk war sehr, sehr problematisch. Ein Berufsimker hätte gesagt, lass mich damit in Ruhe. Und er hätte nicht Unrecht gehabt. Hier ist Pollen drauf. Also insgesamt zwei Waben voller Brut. Nehme ich die raus, nein, lasse ich drin. Jo.
Das Einzige, was ich mache, setzt das Futter etwas näher heran, damit die Königin noch ein bisschen stiften kann, wenn sie möchte. Problem wird sein, dass die Nächte noch kalt sind. Das heißt, sie müssen gut wärmen können. Ich fütter hier Futterteich, weil damit brauchen sie am wenigsten Arbeit und können das sofort einlagern und müssen das nicht groß trocknen. Aber sie brauchen natürlich Flüssigkeit, um den in sozusagen ja, Futter zu verwandeln. Und das ist das Hauptproblem dieses Volkes. Da schlüpft einiges in den nächsten 14 Tagen und dann wird dieses Volk wahrscheinlich über den Damm sein. Es wird nie das perfekte Volk. Aber man kann nicht alles haben. Man kann einfach nicht alles haben. So. Also, sieht nicht schön aus, keine Frage. Aber es ist nicht innerhalb der Beute. Was bedeutet, dass es eigentlich keine Erkrankung in dem Sinne ist, sondern eher stressbedingt. Stress, sie haben viel Brut, sie müssen sie versorgen. Es ist ein sehr kleines Volk, die Wärme muss gehalten werden. Das bedeutet tatsächlich Stress. Warum glaube ich nicht, dass es eine Erkrankung ist? Innen drin, die Waben sind sauber. Wäre es eine Erkrankung, würden die Bienen es teilweise nicht schaffen, sich nach draußen zu begeben und zu lösen. Das heißt, bei einer Erkrankung gewinnt die körpereigene Funktion meistens. Da werden die Waben einfach nicht sauber. Ist eine Erfahrungsgeschichte, weil jeder, der mal richtig massiv Durchfall hatte, weiß, da will die Natur und da treibt die Natur. Und das ist ein Entleerungsvorgang, ein Reinigungsvorgang. Und den kann man nur schlecht unterdrücken und sollte man auch nicht unterdrücken. Und hier schaffen es aber die Bienen noch rauszukommen. Und wenn es eine Erkrankung wäre, hätte ich davor auch schon wieder Totenfall. Also ganz klare Sache für mich, klar. Die Bienen haben hier Stress, keine Frage. Sie kriegen nicht das so gut geregelt, wie sie es regeln wollen. Wenn die ersten Jungbienen schlüpfen, das heißt innerhalb von 14 Tagen, wird das Schicksal dieses Volkes besiegelt sein. Entweder zum Guten oder zum Schlechten. Da viel verdeckelte Brut da ist, gehe ich vom Guten aus. Aber das werde ich dann berichten. Was kann man einem Imker raten? Es ist ein, egal welcher Virus es ist, egal welche Erkrankung dahinter stehen würde, solange die Bienen rauskommen, gibt es eine reelle Chance, dass sie sich selber heilen. Also ich weiß es auch nicht. Ne? Da müsste man wirklich den Stuhlgang untersuchen, ob man was findet. Und man müsste tote Bienen, die ich aber eben nicht sehe, finden, die wirklich zu diesem Volk gehören. Und müsste die untersuchen. Und ganz ehrlich, dann habe ich eine Aussage. Ich kann aber nicht behandeln. Ja, ich weiß, man soll Bienentee geben und so weiter und so fort. Funktioniert aber alles nur semi-gut, weil es geht um das Volk. Schafft es das Volk mit seinem eigenen Immunsystem, einigen Reinigungsmaßnahmen, das zu überleben? Oder schafft dieses Volk es nicht? Wie gesagt, ich sehe viel Brut. Ich gehe davon aus, dass es das schafft. Sonst hätte ich jetzt die Entscheidung treffen müssen, dass ich es leider entferne, weil ein krankes Volk möchte ich auch nicht vereinen. Ist aber immer jedem auch selbst überlassen, wie er damit umgeht. Ein stärkeres Volk mit einer etwas stärkeren Bienenmasse würde besser damit zurechtkommen. Es ist, wie gesagt, immer ein Spiel mit dem Feuer, egal wie man es macht. Und wie gesagt, ich kann jetzt nur davon ausgehen, dass es in 14 Tagen viele Jungbienen haben wird. Und ich werde hier einmal das Flugbrett auch irgendwann säubern, damit ich einfach sehe, ist was Neues gekommen. Na, ansonsten helfen mir hier die Aufnahmen, ob da mehr das geworden ist oder weniger. So, wir haben das Innere gesehen. Was würdet ihr sagen?
schafft dieses Volk zu überleben oder nicht. Es hat eine Königin, es hat Brut, es hat ein bisschen wenig Futter, ja.